Und damit, Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Ganz genau, heute habe ich ganz schön spannende News mit dabei. Denn, wenn ihr dieses Video seht, ist vermutlich meine 4090 schon da, Guys. Ich bin geisteskrank gehypt darauf. Es wird geisteskrank, wirklich. Oh mein Gott. Och nee, nicht so ein Level. Nee, die mochte ich nicht. Okay, muss ich mich kurz konzentrieren. Ich habe neue Greenscreen-Einstellungen, falls es mal flackert oder so. Da tut mir das extrem leid. Ich bin noch am Rumprobieren. Da ich ja mit der neuen Grafikkarte einige neue Möglichkeiten habe, werde ich auf jeden Fall auch ein paar Videokodierungsänderungen ändern. Ja, ihr wisst, was ich meine. Damit das Video zum Beispiel einfach besser aussieht oder so, kann ich Dinge verändern. Nein, ach man. Ja, natürlich. Klar. Und, vor allen Dingen, warum ist hier... Hier seht ihr zum Beispiel das hier, meine ich. Seht ihr das? Das durchsichtig. Das soll dann so nicht mehr sein. Irgendwann dann. Guys, erstmal herzlich willkommen. Ich habe gar nicht richtig guten Tag gesagt. Das geht nicht kaputt? Oh mein Gott. Deine Fähigkeit hätte ich gerne, ganz genau. Und dementsprechend habe ich auch gerade noch random neue Mikrofoneinstellungen. Ich weiß nicht, ich glaube, das hört ihr eher nicht. Das ist eher eine Rauschunterdrückung, die ihr hören würdet, wenn ihr es extrem laut hättet. Oder wenn ich nicht rede und kein Ton im Hintergrund ist, dann rauscht es gar nicht mehr. Die jetzt sind hier zwei. Oh, das feiere ich gar nicht. Alles klar, und dann so ein Magier. Okay, sind aber beide down, richtig? Let's go. Ich will die Magierfähigkeit. Wichtig. Und vor allen Dingen, was ich zusätzlich vielleicht noch ändern könnte, ist mein Stream-Overlay. An dem arbeite ich nämlich zurzeit. Da wird sich vielleicht auch in Zukunft noch was ändern. Wobei ich auf YouTube eher wenig streame, aber auf Twitch. Ihr könnt mir da gerne mal folgen, dabei essen. Ich will das essen. Lass mich zurück. Ich kann doch nicht zurück, oder? Es fängt gut an. So, jetzt lass uns aber auf das Spiel konzentrieren. Die Hälfte hat eh schon wieder abgeschaltet, nachdem ich angefangen habe, über OBS und irgendwelche Videoeinstellungen zu reden. Deswegen, sorry an der Stelle. Guys, ich bin, by the way, mega gehypt auf das Game. Denn ich habe tatsächlich schon, in Anführungszeichen, eine Weile nichts mehr davon gesehen, da die letzte Aufnahme auch schon wieder einige Tage zurückliegt. Und was heißt einige Tage? Um genau zu sein, ich habe das letzte Mal Kirby vor 2 Wochen aufgenommen, glaube ich. Und ja, ich muss mich dann immer wieder ein bisschen reinfinden. Und die Reinfindungsphase habe ich jetzt gerade. Das stört mich total hier. Ich kümmere mich da auf jeden Fall noch drum. Okay, Rainer, wir kriegen eine super ultra krasse Fähigkeit. Und zwar die Magiefähigkeit. Mit der konnten wir, ich weiß es nicht mehr, doch so einen Laserball lenken, richtig? Ja, ja, ja. Ich erinnere mich. Bumm. Und dadurch öffnet sich da oben straight up der Weg. Ich hatte irgendwie die Hoffnung, dass es mich zu einem Gear oder so bringt. Ja, scheinbar nicht. Hallo? Dankeschön. Rüber auf die andere Seite. Zack, zack, zack. Waren das alle? Ich hoffe es doch. Let's go. Da kann es jetzt aber auch meiner Meinung nach gerne mal ein... Oh mein Gott, das war todesknapp. Wie heißt das Ganze? Ein Zahnrad geben. Wenn ich hier schon die ganze Zeit so in Anführungszeichen hier hart arbeiten muss. Sag mal, also da kann man doch auch mal was erwarten. Okay, ich würde sagen, wir steppen direkt nach hier oben. Es geht schon weiter? Oh, 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 okay. I'm gonna accept that. Boah, wichtig, glaube ich. Nein, der noch nicht. Okay. Bitte. Nein. Ich muss die alle mit einem Mal. Let's go, zurück. Bitte, 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 bitte. Let's go. Das hat was gebracht? Oh, ich falle wieder nach unten.
Aua. Das war scheinbar der Plan. Das war schon schwerer. Dafür wünsche ich mir doch jetzt einen Zahnrad. Nein! Die Bonus-Stage? Von mir aus dann die Bonus-Stage. Steppen wir direkt mal rein. Joa. Bonus-Stage. Kann es sein, dass ich kleiner bin als vorher? Ich weiß es nicht. Fühlt sich irgendwie so an. Weiß ich nicht. Ich habe so viele Änderungen gemacht. Ich habe auch neue Plugins drin und so. Für mich hat sich bildlich OBS komplett verändert. Oh, wieso kann ich im Wasser fliegen? Das ist cursed. Natürlich ist da ein Hans jetzt, der mir hier im Weg stehen muss. Bitte. Okay, durch. Runter. Schießen. Wundervoll. Die Banane. Oh. Nein, warten. Jetzt. Okay. Nein, ich habe doch 1000 Mal nach unten gedrückt. Mann. Boah, ja, was hätte ich machen sollen? Ich habe nicht so viel Zeit. Oh, was wäre eigentlich da oben gewesen? Natürlich geht der bis ganz nach oben. Ballern! Hallo! Ja, ich habe vor 10 Minuten losgelassen. Sorry an der Stelle. Ja, natürlich. Ach, komm! Tschüss, weg hier. Ganz, ganz dringend weg hier. Das ist... Ach, ich will nicht sagen, dass es unfair ist. Wir alle wissen, dass es unfair ist. Was ist das in der Mitte? Ja, natürlich nehme ich den Robo. Also, naja, kommt drauf an, was jetzt kommt. Wahrscheinlich ein Sphärenspuk. Yes. Na klar. Aber ich kann hier schön nach oben ballern. Ich verliere meine Fähigkeit. Ich habe dann meine Frage, wie kämpfe ich ohne Fähigkeit? Ich muss sterben, richtig? Habe ich recht? Mein Ende ist nah. Ich kann nichts tun. Ja, okay. Dann sehen wir uns gleich an der Stelle nochmal. Das ist komplett stupid. Na, nee, komm. Guys, wir skippen das. Nee, safe nicht. Die Sache mit, die Sache ist halt einfach, ja, also, du verlierst dein Item und das ist jetzt halt auch dein Problem dann. Fertig, ich mach ganz kurz noch was. So, schau, ist doch besser. Glaube ich, hoffe ich. Nee, also sowas finde ich schade. Das ist, also, ach komm. Entweder schaffst du es halt im First Try oder dein Pech. Das ist das, was die dir sagen. Wenn du einmal gehittet wirst, tot. So, das war unten nur dieses Bonus-Ding. Das heißt, wir können hier entspannen ins Ziel. Aber wir müssen natürlich vorher noch die 500 Gegner wegmachen, weil die alle respawnen. Ach, damit sind wir am Ende des ersten Levels. Weißt, ich habe sogar direkt gefunden bei dem Greenscreen, wo das war. Das war einfach, ich hatte einen grünen Wert. Den habe ich aus Versehen vermutlich in der Helligkeit so hoch geschoben, dass es einfach fast weiß war. Deswegen halt bei einem weißen T-Shirt... Obviously ein bisschen Probleme gab, aber die sind jetzt behoben. Jetzt sieht es fast schön aus. Das wird in den nächsten Wochen noch werden. Das wird noch werden. Ich habe auf jeden Fall noch ganz, ganz viel vor, was Video- und Kameratechnisch angeht. Wir werden sehen, was da uns erwartet. Jetzt freuen wir uns erstmal, dass hier alles wieder passt. Und was ist das hier oben? Muss ich das wissen? Ist das wichtig? Ist das egal? Ich hoffe, es ist egal, denn wir steppen jetzt erstmal in Stage 4. Und schauen uns das Ganze doch mal hier genau an. Es ist ein Wasserlevel. Und ihr wisst, wie sehr ich Wasserlevel liebe. In Kirby vor allen Dingen. Ja, finde ich gut. Fängt schon so gut an. Finde ich, macht Spaß. Ist toll. Das ist eine Schnecke. Ich will deren Fähigkeit. Die hat keine. Okay. Dann behalten wir doch lieber mal die Sandfähigkeit. Es ist gar kein Problem so. Ne, ich will mich jetzt nicht zu sehr über diese eine Stelle aufregen. Ist ein bisschen duster. Aber das lässt sich ganz schnell ändern. Ja, genau, nämlich so. Mann, ich mache hier die ganze Zeit Angriff, dies, das und aus dem düstersten Dunkel. Ja, ich muss predikten, woher Gegner kommen. Ob mich das stört, fragt ihr? Ja. Da war ich jetzt smart. Da hätte ich jetzt einfach meine Fähigkeit verloren.
Wir machen hier den entspanntesten Modus of all. Warum gibt es hier einen Hammer? Das macht mir schon Sorgen. So, so. Jetzt splittet sich der Weg. Weil ich mache den smarten Boy. Let's go. Zahnrad in unsere Tasche. Sogar das erste. Let's go. Also, Guys, auf jeden Fall immer bei solchen Leveln gut umschauen. Hier gibt's ein Ticket. Nee, safe nicht. Ich weiß nicht, ob ich die verbrennen kann. Mit meinem brennbaren Gedöns. Deswegen lieber nicht. Ich sehe nichts, ich kann dementsprechend auch nichts ausweichen. Eine weitere Tür, diesmal sogar so halb unter Wasser. Ich habe gar keine Ahnung, was ich da drin befinden soll. Okay, ich mach einfach diesen. Könnt mir gar nichts. Euch esse ich zum Frühstück. Ihr könnt mir was, weil ihr seid einfach... Ja, das war ganz schön knapp. Das nehme ich doch gerne mit. Runter, runter. Gegen, unten bleiben, unten bleiben, unten bleiben. Tomato holen. Aber das Item würde ich ganz gerne behalten. Das wäre wunderschön. Haha. Ich freue mich. Ich freue mich auf die kommende Woche. Actually habe ich... Also, Guys, damit ihr es wisst, ganz kurz. Heute ist der 30.03. Ich habe ab morgen Ferien. Was bedeutet, ich habe mega viel Zeit für schöne Dinge. Und vor allen Dingen weiter am Overlay hier arbeiten. Und sonst so Dinge. Das ist ein Boomerang-Typ. Alles klar. Schön in aufgeladen, wird hier reingedrückt. Wieso war der vorher feurig, der Hammer, und jetzt ist er es nicht mehr? Okay. Rein da. Zack. Also ab und zu ist der Hammer scheinbar feurig und manchmal nicht. Ich nehme trotzdem den Boomerang mit. Wir werden den da nicht ohne Grund gekriegt haben. Natürlich weiß ich, dass hier die Strömung ultimativ fest ist. Was ein Scam. Okay, da kommen wir nicht durch. Haben wir es clear? Haben wir es clear? Da geht es nicht durch. Kann ich weitergehen, ohne dass ihr direkt mich anschreibt? Das. Habt ihr das gerade? Seht ihr das hier? Das ist ein Greenscreen-Problem, was sich fast nicht beheben lässt. Weil das liegt tatsächlich an einer ganz normalen gewöhnlichen Hauslampe. Und die leuchtet in Orange. Und das Problem mit Dingen, die in Orange leuchten, ist actually, dein Hautton ist halt auf der Kamera auch leicht orange. Und weil das so ist, ja, kann ich das nicht wegmachen, weil sonst auch theoretisch Teile von meiner Haut verschwinden würden. Ich wollte noch das andere Essen haben, dankeschön dafür. Ihr seht es da unten in der Ecke hier. Es stört, also zumindest mich. Wie hätte ich's... Nee, ach komm. Sowas ist kompletter Betrug. So, bitte. Ich schwimme immer schon so dagegen, damit ich weiß, was auf mich zukommt. Wie hätte ich das sehen sollen? Er spawnt aus dem Nichts. So, hier sehe ich es jetzt. Clear und deutlich. Hier auch, clear und deutlich. Hier unten auch, ich sehe es. Nein, das kannst du... Dann nicht, nö, komm. Ich will Spaß haben und das habe ich nicht, wenn... Nee, ach komm. Bisschen Heilung finde ich ganz schön. Den Stern hätte ich gerne noch gehabt. Aber ist gar nicht so schlimm. Denn wenn ich das richtig sehe, sind wir hier auch schon am Ziel. Ja, das dachte ich mir. So, das Ticket nehmen wir noch mit. Und rein da, wunderbar. Und dieses Greenscreen-Problem werde ich mich auf jeden Fall noch kümmern. Also ganz sicher. So, jetzt erst aber, jetzt aber erstmal Bonusspiel. Das war schlecht, obwohl ich gedrückt habe. Dankeschön. Kann man noch mal häufiger machen? Gefällt mir. So sieht's aus. So, dann lasst uns doch noch in den 5 hineingucken. Es ist, wenn ich das richtig einschätze, keine Boss-Stage. Das will ich auch schwer hoffen. Auf einem Boss habe ich wenig Bock.
Und auch hier auf den Super Magierstab. Wobei, doch, auf den habe ich Bock. Müssen wir ganz ehrlich sagen, der super krasse Magierstab ist halt... Wie soll ich es ausdrücken? Nein, hallo! Ist halt der super krasse Magierstab. Und warum ich gerade trotz Angreifen Damage genommen habe? Ob ich darüber reden will? Nein. Das Spiel ist meiner Meinung nach echt Betrug geworden. Aber ist ja völlig okay. Nö, das ist, macht Spaß. Das Game fühlt sich weird an, sowieso. Wir wollen jetzt nicht darüber reden. Darüber haben wir schon mal Ewigkeit geredet. Wir wollten ein bisschen, ein kleines bisschen Spaß haben. Ich versuche euch zu unterhalten. Leider sind die Kirby-Videos echt schlecht geklickt. Das finde ich mega, mega schade. Let's face it, Luigi's Mansion ballert hier durch mit 100, 200 Aufrufen jede Folge. Und Kirby, da bin ich froh, wenn Kirby an die 40, 50 Aufrufe kratzt. Wirklich. Also Kirby wird so schlecht geklickt. Ich weiß auch, ich habe keine Ahnung, woran das liegen könnte. Hier hinein. Ein One-Up, let's go. Ich glaube, die Leute mögen das Game auch nicht so. So wie ich auch. Ich finde, das Game ist jetzt nicht das Beste. By the way, seht ihr das? Ich habe es noch weggemacht. Ja, da gab es einen Schnitt, den habt ihr gar nicht gemerkt. Es war Magie. Oh, nicht so ein Level. Hä? Oh, genau das passiert jetzt aber. Jetzt müssen wir uns konzentrieren. Da gäbe es mehr Coins. Ja. Das Gear. Wichtig, wichtig. Man muss klein anfangen, aber gettet dann trotzdem alles. Wunderbar. So muss das, so muss das. Es fängt gut an. Das Level ist bis jetzt auch nicht schlimm so. Also ist okay. Ey, das war doch so klar. Also jeder, der auch nur 2 Sekunden dachte, dass ich die nicht sehen würde, schlecht. Ey, wenn hier jetzt nichts ist. Das wäre so ein gutes Secret. Nein, was machen die jetzt? Also, da kommt Gegner raus, da machen wir nichts hin. Oh, der Boomerango. Einmal hier die Swing Attack. Der Stone fällt auch mal down. Ich mag das nicht, dass Blöcke mir versuchen. Den Ick. Oh, und die Attacke hasse ich auch des Todes. Weil da bleibt Kirby nicht in der Luft stehen. Ich habe das Ticket. Okay. Wie schnell ist der? Okay, da wollen wir auf jeden Fall nicht hin. Habe ich gehört. Nein. Rein da. Okay. Hier können wir straight up drüber rennen. Ich kann halt nicht direkt nach unten angreifen. Das ist nicht gut. Das könnte man ja auch mal ein bisschen besser machen. Ich verstehe. Oh, bitte, bitte, bitte. Ja, easy. Ich glaube, so macht man das. So kriegen wir auch das Zahnrad. Ja. Hallo. Cringe. Ich bin cringe und das ist auch gut so. Ist nicht in jedem, steckt nicht in jedem von uns ein bisschen cringe? Zeigt cringe nicht einfach nur, dass man sich selbst nicht allzu wichtig nimmt und auch mal das Lustige über seinen, über sich stellt? Ich weiß es nicht. Ich hätte das jetzt so spontan gesagt. Nee, nicht so einer schon wieder. Ah, aber safe. Okay, ich glaube, es wird harder. Bam. Ich wollte eigentlich nur die Sternmünze. Damit meine ich nicht Starcoin. Und bin deswegen gesprungen. Aber da war einfach straight up das Gear. Wundervoll. Das ist bisher, es läuft gut. Und das freut mich. Das freut vielleicht auch euch. Da sind wir doch alle mit glücklich. Oh, mein Mikrofon wird verschoben. Ihr denkt jetzt, ja, bestimmt so offensichtlich auf die andere Seite. Nee, tatsächlich nicht. Ihr werdet davon gar nichts mitbekommen.
Das Mikrofon ist jetzt hinter mir. Das kommt über meine Schulter nach vorne. Und naja, wenn ich halt... Seht ihr? Das ist meine Schulter. Und das Mikrofon soll einfach ein Stück weiter nach vorne kommen. Also so auf direkt auf meine Seitenhöhe. Weil dann kann ich einfach hier ohne Probleme... wie nennt man das? Kann ich einfach durchlaufen? Ja, kann ich. Cool. Da komme ich nämlich actually viel, viel besser an Dinge dran. Und kann mich besser bewegen. Das ist halt wichtig so. Ist da irgendwie was groß noch zu sagen sonst? Oh. Ja, euch da ich weg. Nächstes Zahnrad. Nee, es stört mich einfach, sondern das ist ein bisschen mehr da, wo die Switch jetzt ist, dass es vielleicht dahin kommt. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie mein Zimmer aussieht, aber es ist dann einfach angenehmer. Da komme ich nicht so häufig dagegen. Ich habe mehr Freiheit vor allen Dingen. Und im Stream kann ich dann bis nach da hinten und man kann mich trotzdem noch gut verstehen dann auch. Weil das Mikrofon dann nicht mehr so schief hängt, sondern halt wirklich dann passend ist. So eine Runde Tetris gibt's auch. Ich dachte jetzt, ich dachte für 2 Sekunden. Ah! Okay. Ach so. Okay. Woher weiß ich das? An den schwarz-gelben Strichen, Linien, die da sind. Hätte man ja erahnen können. Okay, das schneide ich euch jetzt nicht raus. Weil das ist ja einfach nur wieder das gleiche wie gerade eben. Auch. Okay, aber jetzt weiß ich wenigstens, wie es funktioniert. Das fühlt sich aber auch schon unangenehm an. So, hoch mit dir. Ich mag es, dass es immer schwerer wird. Ich finde es auch gut, dass es nicht so straight up einfacher wird. Bin ich hier safe? Ja, natürlich. Zack, let's go. Natürlich wird hier wahrscheinlich auch wieder ein Zahnrad auf uns warten. Und so wie ich dieses wunderbar schöne Spiel kenne, wird das nicht allzu einfach sein. Aber scheinbar schon. Ja, that was fast. Und es war tatsächlich kein Boss-Level. Das war auch wichtig. Und jetzt hoch, 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 hoch. Komm, auf die 1. Let's go. So will ich einen Part beenden. Ist das nicht schön? Ah, wir hätten noch Zeit vielleicht sogar für ein Level. Jetzt muss ich tatsächlich überlegen, ob sich das überhaupt lohnt oder nicht. Wenn jetzt natürlich der Boss kommt, dann hängen wir den natürlich noch hinten dran, ne? Das ist die Boss-Tür. Vorher noch gefragt, jetzt beantwortet. Es wird irgendwas mit einem Roboter zu tun haben. Wir haben alle... Yes, yes, yes. Ja, Margolor, alles super, alles fein. Ah, das freut mich. Das freut mich, dass wir es vollständig haben. Aber jetzt kommen wir zum Boss. Und ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll. Oder lieber nicht. Wir werden sehen. Oh, oh, ein Aufzug. Der ein bisschen seitwärts geht. Oh, ich muss deciden. Was war das hier? Es war Super Saiyajin. Was war das hier? Es war der Mac. Es kommt halt drauf an, was für ein Boss auf uns wartet. Aber der Mac ist meistens keine schlechte Wahl. So, dann wollen wir mal schauen, was uns hier Tolles erwartet. Toll. Wer bist? Oh mein Gott. Da gibt's einen aufgeladenen. Nein! Oh! By the way, ich bin wieder da. Da gibt's voll einen aufgeladenen. What? Wurde ich getroffen? Nein, er. Oh, er geht in seine nächste Phase über. What the hell? Hä?
Yo, okay. Nein, ich hab Fliegen gedrückt. Ballern, ballern. Komm, bitte. Das ist nicht euer Ernst. Mit so einem... Ah, er scoutet auch nach mir. Natürlich tut er das. Im First Try habe ich dich geholt. Ah, das freut mich. Zu mild. Ja, finde ich, für die Leistung kann man also wirklich mal von ganzem Herzen ein Like für mich dalassen. Also, ich meine ja nur... Willkommen zurück, Kirby. Von hier aus ist eigentlich nur ein Katzensprung bis zu Landias Berg verfasst. Dieser fürchterliche Drache lebt am anderen Ende von Halkandra, auf der Spitze eines Vulkans, inmitten eines Flammenmeers. Der Aufstieg wird sicher kein Zuckerschlecken, aber du schaffst das, Kirby. Beeil dich und räum dieses Monster aus dem Weg. Das hatte ich vor, tatsächlich, mein sehr geehrter Herr Magalorianischer Freund. Aber leider kann ich das erst beim nächsten machen. Guys, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Es würde mich mega, mega freuen und auch unterstützen, da, wie gesagt, dieses Projekt echt nicht so gut geklickt wird. Und wenn ihr den Kanal abonnieren könntet, würdet ihr mich sogar noch mehr unterstützen und die nächste Folge nicht verpassen. Das wäre also so ein Deal für uns beide hier im Geheimen, ja. Für dich und mich, das ist ein Angebot, ja. Nur für uns. Ciao. 1, 2, Haferbrei. Kirby ist ein rosa Kerl. 1, 2, Haferbrei, denn Kirby ist sehr süß. 1, 2, Haferbrei. Kirby ist ein rosa Kerl. 1, 2, Haferbrei, denn Kirby ist sehr süß.